Phil Laude. Herzlich willkommen zu meiner Show Kai klärt. Ich kläre euch verzweifelten Singles da draußen die Liebe fürs Leben. Mit 18 Jahren Erfahrung, wenn nur die Liebe zählt, sorge ich dafür, dass ihr am Ende der Show einen Film streamt und chillt. Ihr wisst Bescheid, ich kenne mich aus bei der Jugendsprache, ne? Kommen wir jetzt zu unseren heutigen Kandidaten. Kandidat 1, bitte stell dich vor. Also ich bin der Maximilian Ignaz Ferdinand von Betzenstein und meine große Liebe habe ich eigentlich schon gefunden. Money! Geld, ich bin reich. Mhm. Und wie sieht deine Traumfrau aus? Geil, einfach nur richtig geil. Also von mir aus kann sie einen Charakter haben, ich finde es stört nicht, aber ja, das Geile ist mir wichtig. Ich habe einen Spezi, der ist Schönheitschirurg, der kann er zur Not ein bisschen an den Schrauben drehen, sage ich einmal. Oh, wir haben hier einen echten Tuning-Experten. Okay, Kandidat 2, bitte erzähl du was zu dir. Auch das würde Ihnen so passen, Herr Pflaume, ne? Dass ich hier im Staatsfunk meine Daten verrate. Ich bin der K aus D. Mehr sage ich nicht. Aber vielleicht ein bisschen mehr noch. Klaus aus D, Schluss jetzt. Ja, aber irgendwas geht doch noch. Noch sind wir hier bei der Stasi oder was? K aus Dresden, jetzt ist aber Schluss. Okay. Kandidat 3, bitte stell du dich vor. Ich bin Sören Kimanuel. Ich bin vor 28 Jahren auf diese Erde reinkarniert. Und meine Hobbys sind Panflöte spielen, Slacklining und psychedelische Drogen. Ja, ich persönlich glaube ja, der Sören, ne? Der ist Schaffner bei der Bahn, ne? Der genießt das Leben in vollen Zügen. Versteht ihr, ne? Okay, und hier ist unsere Kandidatin. Hier ist unsere Kandidatin, hier ist Maria. Hallo. Müsst ihr euch das so vorstellen, Maria ist quasi wie so ein Handy ohne Netz. Sie sucht nach einer Verbindung. Ja, Maria, was ist bei Männern ein absolutes No-Go? Also was ich gar nicht ab kann, sind geldgeile Snobs, die sich nicht impfen lassen und Drogen nehmen. Okay, da haben wir ganz sicher was dabei. Maria, deine erste Frage. Kandidat 1, wie würde unser erstes Date aussehen? Also ich würde erst einmal den Wagen vom Vati holen, der hat einen neuen, da würde man in die Münchner Innenstadt fahren, den Motor ein bisschen aufholen lassen, ne? Damit die Geringverdiener wissen, was sie verpassen. Dann gehen wir wahrscheinlich ins P1, da ist wichtig, dass der Champagner schon kühl gestellt ist. Ja, und dann würdest irgendwann auch du dazukommen. Das P1 ist mein Lieblingsparkhaus am Flughafen, kenne ich auch. Okay, Kandidat 2, wie sieht dein perfektes Date aus? Also in Deutschland sagen wir immer noch Verabredung und bei meiner Verabredung würde ich Sie in ein freies Deutschland ohne Zwangsimpfung und ohne Maske führen. So, ganz einfach. Ja, impfen lassen muss der sich auch nicht, der hat ja schon den perfekten Antikörper. Ganz genau. Was? Und Kandidat 3, wie stellst du dir das perfekte Date vor? Also mein Date wird erstmal eingewickelt, dann abgeleckt und dann angezündet. Wir reden schon noch von einer Frau, oder? Ja, von meiner zukünftigen Lieblingsfrau, Maria Joana. Das heißt, wenn ihr auf ein Date geht, dann gebt ihr euch High Five! Was? Maria, mit welcher Frage stellst du unsere Kandidaten jetzt auf die Probe? Wie sieht für dich der perfekte gemeinsame Sonntag aus? Ja, das ist so eine Frage wie Abwasser, ne? Muss unbedingt geklärt werden. Kandidat 1, let's go! Als erstes überprüfe ich einmal die Nikkei, die Japaner stehen ja als erstes auf. Und während du mir dann einen Kaffee machst, bitte einfach umrühren, würde ich die Kündigungen rausschicken, damit die Leute Montag schon Bescheid wissen, was Sache ist. Ja, und dann würde ich sagen, während du meinen Fuhrpark wienerst, geht's mit dem Heli nach Ibiza. Nikkei, ne? Hast verstanden? Kandidat Nummer 2. Noch Sonntag, da gibt's bei Mutti immer Klöße. Und das machst dann du. Ist doch klar. Ja, ist ja klar wie Kloßbrühe. No? Kandidat Nummer 3. Also ich beginne den Tag eigentlich immer mit einem Sonnengruß. Ich mache übrigens auch Yoga. Seitdem kommen meine Witze noch flacher. Also Sonnengruß ist eigentlich eine Haschischsorte, die ich konsumiere. Haschischrauchen macht übrigens gleichgültig, aber das ist dem Sören egal. Wieso? So, deine nächste Frage, Maria, die ist uns definitiv nicht egal. Kandidat 1, welche Traumziele werden wir zusammen bereisen? Also ich besitze Luxusanwesen in Mailand, Paris, New York. Mir ist es relativ egal, wo du meinen
Fuhrpark Wienerst. Klaus? Also mein Traumziel wäre Deutschland. Aber wir sind doch in Deutschland. Noch das ist nicht mehr mein Deutschland, Herr Pflaume. Das ist eine fremdgesteuerte Firma und dass Sie da ganz tief mit drin stecken, na das ist doch sowieso jedem klar. Verstecken Sie sich ruhig hinter Ihrer Mauer. Und hinter der Mauer sind die schönsten Mädchen, das war schon immer so. Okay, also ich glaube, reisen wirst du mit Kandidat 2 nicht so viel. Sören, wo geht deine Traumreise hin? Also, wir starten meine Reise bei mir mit einer LSD-Microdose und dann fliegen wir zusammen durch Raum und Zeit. Okay. Ja. Maria, das waren unsere drei Kandidaten. Jetzt musst du dich entscheiden. Soll es ein Date auf der Überholspur der Skipiste mit Kandidat Nummer 1 sein? Dosenravioli auf der Impfdemo mit Kandidat 2 oder ein Fressflash der Liebe auf Dampfwolke 7 mit Kandidat Nummer 3. Maria, wie willst du dich entscheiden? Maria? Okay. Naja, dann hat sich das ja auch geklärt. Dann war es das für heute mit Kai klärt. Seid dann in der nächsten Ausgabe wieder mit dabei, wenn ich wieder der Liebe auf die Sprünge helfe. Bis dann! So sieht's also aus hinter der Mauer. Aha. Mhm. Ja, und übrigens, hier geht's zum Video Ein Tag mit Phil Laude. Ach, das ist doch auch so ein Staatsfunker. Die stecken alle unter einer Decke, Leute. Gehirnwäsche. Ja, ja. Und abonniert bitte auch Phil Laude. Macht das nicht, deabonnieren. Unabhängige Berichterstattung. Wacht auf, ihr Schafe. Wachen Sie auf. Alles klar.